Der WTT Young Leader Award ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Anlass der FHS. Guten Abend miteinander und willkommen zum TVO Extra. In den Bereichen Managementkonzeption und Marktforschung werden die Arbeiten der Studierenden beurteilt. Eine hochkarätige Jury aus Vertreterinnen und Vertretern aus der Ostschweizer Wirtschaft begutachtet die praxisnähen Arbeiten. Hier in der Tonhalle werden dann der erste, der zweite und der dritte Rang je Kategorie vergeben. Und ein Haufen Prominenz aus Politik und Wirtschaft gibt sich da ein Stell dich ein. Das Besondere dieses Jahr, das Thema heisst Transformation im Sturm. Transformation im Sturm war das Motto vom Gastreferat, aber es hat sich auch so ein bisschen durchgezogen in verschiedenen Wortmeldungen. Was sagt Ihnen da? Wenn man in die Wirtschaft hineinschaut, dann ist es schon so. Transformation findet statt und sie findet auch mit hohem Tempo statt. Aber auch die Gesellschaft verändert sich. Der demografische Wandel ist schleichend, aber beständig. Ja, ich würde sagen, wir erleben das analog ein bisschen in der Energiepolitik, wo auch uns grosse Herausforderungen stellt. Die Stadtwerke müssen in diesem Sturm bestehen und schauen, dass sie ihre Rolle finden in Zukunft. Wir sind natürlich auch sehr vom Veränderungsprozess betroffen. Einerseits die Digitalisierung, die vorherrscht. Die Jungen informieren sich anders, als wir uns noch oder die ältere Generation informieren. Unsere Mitarbeitenden haben andere Erwartungen, neue Erwartungen an den Arbeitgeber. Wir haben dann eigentlich Effizienzsteigerungs- oder Effizienzentwicklungsprogramme ins Leben gerufen, Start 2002 bis etwa 2005. Also in 3 Jahren ist es uns eigentlich gelungen, nachhaltig mindestens 35 Millionen Betriebsergebnisse einzusperren. In der heutigen Zeit haben die Studierenden so viel zu bewältigen, so viel Komplexität. Also sie müssen verschiedene Aufgaben bewältigen in einem Projekt. Sie müssen den Auftraggebenden gerecht werden, sie müssen Fachwissen anwenden. Das ist nichts anderes als Transformation im Sturm. Ja, jetzt den Hut auf dem IAK-Direktor, darum bin ich da. Aber ich bin auch ein Papeterist in Gallen. Und ich sage, was wir in den letzten 10 Jahren an Veränderungen erlebt haben, ist mehr als das, was wir seit 1845 als Unternehmen gegründet worden haben, bis ins Jahr 2000 müssen durchmachen. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Willkommen zum WTT Young Leader Award 2015. Der WTT Young Leader Award, der grösste Anlass, wo die FHS eine Auszeichnung gibt. Und bei mir ist der Peter Müller, Claudia Brönnimann, beide Verantwortliche von der Wissenstransferstelle der FHS. Herr Brönnimann, wie kommen denn die Projekte, die 60 Projekte, die man da jetzt in die enge Wahl genommen hat, zusammen? Wir haben zahlreiche Marketingkanäle, die wir nutzen, unter anderem den Anlass heute Abend, den WTT Young Leader Award. Wir kommen in Kontakt mit den Auftraggebern, besprechen am Tisch vor Ort mit ihnen, was sind die Probleme, halten das schriftlich fest. Und das ist dann quasi die Auftragsvereinbarung, die wir mit jedem Kunden so schriftlich absolvieren. Und die Studierenden gehen ja relativ nahe in die Unternehmen. So aus Ihrer Erfahrung von den letzten Jahren, wie nahe lassen denn die Geschäfte die Studierenden an? Erstaunlich nahe. Und das Schöne ist auch noch, und das ist vor allem für die Studierenden schön, dass sie immer oder oftmals in Kontakt kommen mit dem CEO. Es ist nicht einfach irgendein Mitarbeiter, sondern es sind grosse Interessen in den Unternehmen da und eine extreme Wertschätzung natürlich für die Studierenden. So nahe dürfen mit Macht Menschen dürfen zusammenarbeiten. Peter Müller, wer gebietet denn und sagt, ja, das sind jetzt die, die ausgezeichnet werden, die auch an dem Young Leader Award dann schlussendlich auf die Bühne kommen und die Trophäe in die Hand nehmen? Ja, da haben wir eine Jury zusammengestellt, 7 Leute sind da drin. Und uns ist es sehr wichtig, dass das Leute sind von der Wirtschaft. Und deshalb haben wir da wirklich Top-Manager von den führenden Ostschweizer Unternehmen, die die Jury bildet und noch weiters dazu der Rektor von der FHS St. Gallen und Fachbereichsleiterin Wirtschaft. Sie decken die wissenschaftliche Seite ab. Transformation im Sturm, ist das ja so ein bisschen das Motto auch vom Gastreferat. Hat sich das irgendwie auch niedergeschlagen in der Arbeit? Da haben Sie gesehen, dass man auch in der Ostschweiz bei diesen Unternehmen ein bisschen eine Transformation macht mitten im Sturm? Wir sind natürlich immer in einer Phase, wo unglaubliche Veränderungen passieren in den Märkten. Einerseits wissen wir vom Schweizer Franken her, auf der anderen Seite haben wir auch die digitale Transformation. Und das ist eine Basis, die heute sehr stark thematisiert ist und auch in den Praxisprojekten eine grosse Herausforderung war, wo die Studierenden haben müssen damit umgehen Edward John Smith wurde mal gefragt, als hochdekorierter, honorierter Kapitän zur Hohen See, 40 Jahre Erfahrung, wie er denn seine Erfahrungen in seinen täglichen Alltag übertragen kann. Und er sagt, es gibt wahrscheinlich keinen Sturm, kein Unwetter, keine nicht vorhersehbare Situation, die ich nicht mehr meistern könnte,
die ich nicht mit meinen 40 Jahren Erfahrung irgendwo schon mal bewältigt hätte. Meine Erfahrung ist mein Kapital. 5 Jahre, nachdem er das gesagt hat, ist er mit seinem Schiff 310 Meilen vor Neufundland untergegangen. Sein Schiff hieß Titanic. Man sieht an dem Beispiel, dass auch große Schiffe, große Kapitäne, die sich nur auf ihre Erfahrung abstützen, allenfalls der Transformation im Sturm nicht genügen können. Was braucht es somit? Was hat dieser Kapitän, dieser hochdekorierte Kapitän, für Fehler gemacht? Fehler Nummer 1, er hat den Wettervorhersagen geglaubt. Glauben Sie also nicht den Wettervorhersagen, sprich den Daten, die Sie nicht selber erhoben haben. Fehler Nummer 2, er hat seiner eigenen Erfahrung vertraut. Er hat viel Erfahrung mit Stürmen, aber wenig Erfahrung mit Eisbergen gehabt. Eisberge, die unnatürlicherweise zu dieser Jahreszeit dort eben vor Neufundland anzutreffen waren. Fehler Nummer 3, er hatte Vertrauen in die Technik. Ein bedingungsloses Vertrauen in ein Schiff, das als unsinkbar galt und eben das nicht war. Und Fehler Nummer 4, er hat sein Ziel aus den Augen verloren, denn sein Ziel wäre gewesen, die Passagiere über den Atlantik zu setzen, sicher, bequem. Sein Ziel war aber, möglichst schnell das Ganze zu machen, das heißt, einen Geschwindigkeitsrekord aufzubauen. 4 Fehler, die vielleicht manch einem Wirtschaftskapitän auch in der heutigen Zeit begegnen können. 4 Fehler, die vielleicht auch dieses übertriebene Vertrauen auch heute in die eigene Firma, in die eigene Erfahrung zum Verhängnis werden lassen kann. Der Rektor von der FAS, Sebastian Wörwag, in seiner Ansprache. Herr Wörwag, wie wichtig ist denn der WTC Young Leader Award im Jahr von der FAS? Es ist wirklich ein stehender Termin, im Herbst geworden, einer der schönsten Anlässe, die wir haben, vielleicht auch einer der sympathischsten. Weil es geht hier um Studentinnen und Studenten, die man auszeichnen können für ihre guten Arbeiten, junge Menschen, die vielleicht die Führungskräfte von morgen sind, und denen kann man kaum genug Wertschätzung entgegenbringen. Haben sich die Praxisprojekte über die Jahre ein bisschen verändert? Sie sind anspruchsvoller geworden, sie sind komplexer geworden, auch von der Fragestellung. Auch die Auftraggeberschaft ist sehr anspruchsvoll. Wir kommen ganz nah an sehr aktuelle Fragen momentan auch hin. Das heißt, also für die Studierenden, sie müssen sich sehr, sehr stark anstrengen, um den hochkomplexen Fragestellungen genügen zu werden. Transformation im Sturm ist so ein bisschen das Motto, das über dem Anlass steht. Wie spüren Sie das als Fachhochschule? Transformieren Sie sich auch in einem Sturm? Ja, eine Hochschule hat natürlich die Aufgabe, sich permanent weiterzuentwickeln. Und ich würde sagen, das Umfeld allgemein ist sicher ein bisschen stürmischer, windiger geworden für alle, auch für die Hochschulen natürlich, angesichts auch von den Finanzlagen der öffentlichen Hand. Aber das ist auch immer eine Herausforderung von der Hochschule, sich weiterzuentwickeln und neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. WTT Young Leader Award 2015 in Marktforschung. Der Winner ist Awadis. Die größte Herausforderung in diesem Projekt war, die viele Literatur, Daten und Experteninterviews zu analysieren und aus dem die richtigen Fragen für die Marktforschung zu stellen. Sieger Marktforschung Awadis, Christoph Oswald. Die Jury hat, warum dort der erste Platz gegeben? Sie haben uns überzeugt, weil sie alle Kriterien von einem Praxisprojekt erfüllt haben. Sie haben auf der einen Seite versucht, den Auftrag zu verstehen, wo der Auftraggeber gegeben hat, haben aber auch immer wieder geschaut während dem Projekt, was muss ich eigentlich erreichen, was hat sich wieder verändert, und haben am Schluss eine Arbeit abgeliefert, die man heute brauchen und 1 zu 1 einsetzen. Und das ist eigentlich der Grund, wieso wir sie gewählt haben. Das ist eigentlich der Punkt, den wir heute auch brauchen. Wir brauchen junge Leute, die die Situation verstehen, die sie aufnehmen, die nicht nur den Auftrag erfüllen, sondern die ein bisschen Zukunft schauen und sagen, das müssen wir noch anpassen, das bringen wir dem Auftraggeber entgegen. Und das haben die fantastisch gemacht. Grosse Freude beim Team Awadis über den Gewinn vom Young Leader Award.
Erleichtert? Ja, erleichtert ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis, zum Dürfen auf dieser Bühne oben stehen vor so vielen glatten Gästen auch. Dürfen den Pokal, den man hier auch sieht, in die Höhe strecken. Und ich denke, das ist wirklich für uns auch eine super Auszeichnung, die wir entgegennehmen können. Was konkret war eure Arbeit für die Awadis? Bei uns konkret, einfach ausgedrückt, ist es darum gegangen, um eine Gemeinde zu suchen, wo die Awadis möglichst Immobilien für Wohnen im Alter kann erbauen kann. Dort ist natürlich nicht nur so, dass die Gemeinde möglichst schön muss sein, möglichst schöne Aussicht muss haben, sondern sie braucht auch eine gewisse Anzahl an Einwohnern. Sie muss gewillt sein, um mit der Anlagenstiftung zusammenzuarbeiten. Ebenfalls sollte sie aber auch attraktiv sein im Bereich von verschiedensten Punkten wie ÖV-Erschliessung, Baulandkapazität etc. Das haben wir natürlich mit einer Online-Befragung befragt, sowie auch noch x Datensets erhoben, um das Ganze anzuschauen. Wie nahe kommt man da zum Beispiel an ein Unternehmen an, wenn man da mitschaffen darf? Lässt man einmal tief hineinschauen? Ich denke, das ist ein grundlegender Punkt oder eine Voraussetzung, dass wir als Projektteam so eine gute Arbeit leisten können. Weil es ist so, dass wenn wir nicht recht ins Unternehmen hinschauen oder die Informationen uns vorweggenommen werden, haben wir nicht die Chance, um das Produkt rauszubringen, das wir jetzt geschafft haben. Dadurch ist es wirklich ein Zusammenspiel von beiden Elementen, das sehr grundlegend wichtig ist für das Ganze. Dann fragen wir auch mal den Auftraggeber, der ja auch sich freut über den Preis. Herr David, glücklich? Ja, auf jeden Fall. Also eine außergewöhnliche Arbeit, sicherlich nicht nur im universitären Sinne interessant, auch die praktische Relevanz. Wir haben es gemerkt am Rücklauf der Gemeinden, ein absolut aktuelles Thema. Gibt es Sachen, wo die Studierenden herausgefunden haben oder Erkenntnisse, wo sie selber noch verblüfft haben? Ja, also einige Sachen, wo wir so nicht erwartet hätten, auch in dieser Deutlichkeit. Hauptthema sicherlich Know-how im Bereich Wohnen im Alter, wo gerade die Gemeinden angegeben haben, dass sie dort eben Know-how benötigen und gerade dort auch die Möglichkeit besteht für private Anbieter, entsprechend mit Dienstleistungen und Know-how bereitzustehen. Susanne Thoma war Festrednerin am WTT Young Leader Award. Sie ist CEO der BKW-Gruppe. Was führt Sie in die Ostschweiz aus, wenn Sie nicht so eine Veranstaltung haben wie hier? Ja, ich bin in allen eigentlich Regionen von der Schweiz sehr gern. Das ist auch sehr wichtig in meiner Aufgabe als CEO der BKW, in der ganzen Schweiz und auch in weiten Teilen von Europa unterwegs zu sein. Was nehmen Sie jetzt vom Anlass mit, von heute, wo die Auszeichnungen da sind von den jungen Studierenden? Ja, das ist also ganz ein toller Anlass. Ich bin beeindruckt. Was ich vor allem mitnehme, ist so die freudige Atmosphäre, die ich gespürt habe. Und so das Vorwärts wollen gehen, das finde ich sehr schön. Sowohl einerseits von den jungen Leuten, aber ich habe es auch im Publikum gespürt. Da ist eine gewisse Aufbruchsstimmung da. Schön. Transformation im Sturm hat Ihr Referat geheißen. Ja. Sie arbeiten in der Energiebranche. Mhm. Ist man da mehr in der Transformation oder mehr im Sturm? Ja, man ist eben in beidem gleichzeitig. Theorie, dass man sich transformiert, wenn eben kein Sturm herrscht, das gibt es eigentlich nicht. Meistens verändern sich die Firmen dann, wenn das Umfeld sehr, sehr schwierig wird. Und das ist bei der BKW genau der Fall. Wir haben eine Veränderungsgeschwindigkeit, die man sich vor ein paar wenigen Jahren sich gar nicht hätte vorstellen können. Und jetzt müssen wir und wollen wir das machen. Sie sind CEO, Sie sind da mit im Sturm auf der Brücke eigentlich, um das zu lotsen. Wie schaffen Sie das? Was sind so Ihre Führungsqualitäten, wenn wir es da ja von den Young Leader haben? Ja, wirklich konzentrieren, was ist eigentlich das Wesentliche? Das immer im Blick zu behalten und ein gutes Team um sich herum zu haben. Ein Team, das die gleichen Werte und die gleichen Visionen teilt und ein Team, das aber auch sehr leistungsfähig ist, sodass eben meine Konzernleitung sehr viel macht und ich in dem Sinn fast nicht im Hintergrund, aber eben ihre Arbeit nicht muss machen, sondern sie machen sie selber. Das ist ganz, ganz wichtig. Delegation, ganz wichtig. Die wesentlichen Sachen und Delegation. So einen Sturm die Richtung nicht zu verlieren, stelle ich mir sehr schwierig vor. Mhm. Gerade in Ihrer Branche, in der Energie, wo Energiewende, ja, nein, Störmanöver, links und rechts, jeder hat das Gefühl, er wisse, wie denn das funktionieren soll. Wie schaffen Sie es, da Kurs zu halten? Ja, wir haben als Strategie ganz klar, dass wir BKW so aufstellen wollen, dass sie eben nicht so sehr von den Meinungen und von der kurzfristigen Entwicklung abhängig ist. Unsere 3-Geschäftsfelder-Strategie, die unsere Robustheit soll geben, langfristig und kurzfristig müssen wir einfach das Resultat bringen. Wir brauchen Liquidität, wir müssen Gewinn schreiben, müssen Dividenden zahlen und wir müssen unsere Investitionen stemmen können. Wenn man die Jahre vorausschaut und eben so ein bisschen hört, die einen sagen, die Energiewende kommt, die anderen sagen, Wasserkraft ist nichts mehr wert. Wie gehen Sie mit dem um, was Sie da so alles hören?
Gut, die Problematik um die Wasserkraft ist eine Tatsache. Der Strompreis hat sich halbiert, die Wasserkraft ist nicht mehr profitabel im Moment, aber die Energiewende, die wird kommen, und zwar einfach deswegen, weil es ein weltweiter Trend ist. Das ist nicht etwas, was Schweiz oder Deutschland spezifisch ist. Das kommt sehr unterschiedlich, wie es umgesetzt wird in den jetzigen Ländern. Eine grosse Diskussion um Kernenergie, schauen Sie, die Realität ist die, heute baut niemand ein Kernkraftwerk, das wäre viel zu teuer. Die Produktionskosten sind mehr als doppelte vom heutigen Marktpreis. In dem Sinne ist es eine akademische Diskussion. Ich wollte gerade sagen, wie viel von Ihrer Zeit nimmt die ganze Abfangen von der Diskussion rund um Kernenergie von Ihrem Portfolio in Anspruch? Fast null. Fast null. Wir sind am Umbauen, wir sind dabei, die Firma zu transformieren und nicht der Vergangenheit nachzuweinen. Was geben Sie diesen Young Leader mit auf den Weg, die jetzt hier im Saal sind und Ihre Projekte an praxisnahen Arbeiten präsentiert haben? Ja, das Wichtigste scheint mir für die heutige junge Generation, dass sie eben nebst den Visionen und der Tatkraft auch eine gewisse Belastbarkeit hat, eine gewisse Zuverlässigkeit, dass sie dranbleibt, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es mal nicht mehr fängt, eine gewisse Beständigkeit. Ich sehe, dass die jungen Leute sehr gut sind, sehr gut ausgebildet, sehr motiviert. Ich sehe gleichzeitig, dass sie sich nicht so gewöhnt sind, mit Schwierigkeiten, die ein bisschen länger gehen, umzugehen. Und das ist natürlich ein genauso wichtiger Erfolgsfaktor für den langfristigen berufliche Erfolg, den man hat, ist, dass man dranbleibt, auch wenn es mal schwierig wird. Und im 2050 haben dann die jungen Leader, die dann wahrscheinlich arbeiten, noch genug Strom für ihre vielen Laptops und all die anderen elektronischen Spielsachen, die sie haben? Das werden sie haben. Sie werden einen guten Teil davon selber produzieren. Meine Damen und Herren, WTT Young Leader Awards 2015 in Management-Konzeption. The winner is Team Valida. Ich stelle mir die Frage, wie viele Anwesende in der Turnhalle sich melden würden, wenn man sie fragt, habt ihr eine Prozesskostenrechnung, die genau aussagekräftig und einfach ist. Herr Haring, Valida hat gewonnen bei der Managementkonzeption. Warum? Sehr einfach. Schauen Sie sich die Begeisterung der Studierenden an, des Auftragsgebers, der super zufrieden ist. Eine fantastische Arbeit, die den Studenten da gelungen ist, in dem Spannungsfeld zwischen Ergebnisoptimierung und sozialen Aspekten eine prozessorientierte Kostenkalkulation hinzubekommen, nicht nur konzeptionell, sondern auch in einem Tool zu implementieren. Daran wird die Valida dauerhaft Spaß haben. Gratulation. Und die Siegergruppe hat für die Valida geschafft, Managementkonzeption. Herzliche Gratulation, Frau Cepi. Was haben Sie für die Valida gemacht? Unsere Aufgabe war, ein Kalkulationstool für die Valida zu erstellen. Mit dem Tool ist es der Valida möglich, eine Vor- und eine Nachkalkulation für Aufträge durchzuführen. Sie können mit dem entscheiden, ob Aufträge ausgeführt werden oder nicht. Das klingt sehr kompliziert. Hat es auch in eurer Arbeit so Knacknüsse gegeben, die ihr euch besonders widmen musste? Das hat es gegeben. Wir haben einen Teil des Auftrags wird von Menschen mit Behinderung ausgeführt und die werden speziell finanziert. Es gibt agogische Beiträge, die vom Kanton geleistet werden. Und um das im Tool zu berücksichtigen, das war die grosse Herausforderung. Die Herausforderung haben ihr gemeistert, gewonnen haben ihr. Herr Neff, Sie sind wahrscheinlich auch stolz, dass die Arbeit für Sie jetzt da gewonnen hat am Young Leader Award. Ich bin sehr stolz. Ich bin vor allem sehr stolz auf das Team, das einerseits die Aufgabe mit absoluter Bravour gemeistert hat. Auf der anderen Seite bin ich aber auch stolz, dass wir etwas bekommen haben, das sie entwickelt haben, das wir jetzt eins zu eins einsetzen können und das uns einen grossen Nutzen bringt. Wo zum Beispiel hilft es Ihnen ganz besonders, was die jungen Leute jetzt da für Sie zusammen kalkuliert haben? Also für uns, Frau Cepi hat es gesagt, ist es schwierig, weil wir bei uns arbeiten und produzieren Leute, die eine Einschränkung haben. Und unsere Angestellten müssen eigentlich die Leute anleiten und die Kosten, die trägt niemand. Von daher kommen wir agogische Leistungsbeiträge über. Und um jetzt das zu kalkulieren,
und nachher auch super nachkalkulieren, gibt es nichts auf dem Markt. Und das ist sehr schwierig, weil da alles ineinander hineinfließt. Und sie haben es geschafft mit dem Tool, das sie auf Excel basiert hergestellt haben, extra für uns, dass wir jetzt hier etwas in der Hand haben, das uns von einem unschätzbaren Wert ist. Danke vielmals. Marianne Koller, Sie haben den Eröffnungsanspruch gehalten vom diesjährigen WTT Young Leader Award «Transformation im Sturm». Das ist so das Motto, das sich durch den Abend gezogen hat. Ich glaube, da können Sie ein Lied davon singen, wenn man Ihre Departementsumschichtung anschaut, die Musserrot ist. Ja, wir haben jetzt wirklich eine sehr grosse Transformationsphase hinter uns. Wir stecken noch mitten drin. Aber ich muss sagen, es war auch eine ungeheure Dynamik, eine sehr schöne Zeit, eine lehrreiche Zeit, wo wir miteinander unterwegs sind, wo man sich ganz neu kennen und schätzen gelernt hat. Ich meine, die Transformation hat auch etwas ganz, ganz Positives. Man hat es gesehen, die jungen Leute, die Studierenden, haben ihre praxisnahen Projekte für Kunden ausgeschafft und neue Erkenntnisse gehabt. Aus ihrem Transformationsprozess gibt es da auch neue Erkenntnisse, wo sie gesagt haben, ja, hätten wir da nicht müssen, die Departemente zusammenlegen, hätten wir die Erkenntnisse nicht gehabt. Ja, ich glaube schon, dass wir einfach auch die Erkenntnis jetzt schon gewonnen haben, wie viele Schnittstellen, dass wir jetzt gerade in meinem Bereich Volkswirtschaft und Bau und Umwelt, wie viele Schnittstellen, dass wir dort können, reduzieren können, wie wir miteinander, also die Amtsleiter auch, untereinander Kontakt können pflegen können, wie man da kann halt mit einem ganz kurzen Weg Synergien nutzen kann. Und das ist wirklich für mich ein ganz grandioses Erlebnis. Trifft sich ja jetzt am Anlass ja auch ein Haufen Prominenz aus der Wirtschaft, aber so ein bisschen der Tenor ist, ja, wir sind in einem Sturm, ja, wir sind am Transformieren. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, man nimmt es nicht nur als Herausforderung wahr, sondern es gibt auch so ein bisschen eine Grundangst, die da ist. Spüren Sie das auch? Ja, das ist klar. Veränderung gibt immer, tut immer auch Angst machen. Das ist ganz klar. Und die Frage ist, wie man damit umgeht, wie man es auch kann eben kommunizieren, wie man es kann überbringen, wie man ein Projekt natürlich auch kann aufstarten. Aber für mich ist das eigentlich etwas Normales, was dazu gehört. Was werden die Young Leader in Zukunft für eine Wirtschaftswelt, zum Beispiel hier in der Ostschweiz, antreffen in Bezug auf Transformation? Was denken Sie, was werden die antreffen? Ich bin überzeugt, dass wir immer noch eine erhöhte Geschwindigkeit auch werden haben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Ostschweiz unwahrscheinlich interessant als Wirtschaftsraum, als kompetitiver Raum, der weltweit unterwegs ist. Also ich meine, die jungen Leader und Unternehmerinnen und Unternehmer haben bei uns in der Ostschweiz ganz gute Chancen, um können auch sich entwickeln und um können in dem Sinn Karriere machen. Aber es braucht eine hohe Kompetenz und es braucht auch einen sehr hohen Einsatz und eine Selbstdisziplin und einen Willen. 60 Praxisprojekte sind ausgeschafft worden in Managementkonzeption und Marktforschung. 2 Sieger hat es gegeben und je 2 Platzierte bei der grossen Verleihung vom WTT Young Leader Award. Und Prominenz aus Politik und Wirtschaft hat sich Gedanken gemacht über Transformation im Sturm. Das war unsere Sendung vom WTT Young Leader Award aus der Tonhalle. Danke fürs Zuschauen und die Verleihung transformiert sich jetzt im Sturm zu einer veritablen Party. Schönen Abend miteinander.